Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen SCP-Video. Heute geht es nämlich um einen der bekanntesten SCPs namens SCP-173. Das ist der bekannteste von allen nach SCP-096, weil er kommt in dem originalen Spiel vor und das ist der, den ich schon seit über 10 Jahren kenne. Seitdem das Spiel existiert, ist das die Kreatur, die einzige Kreatur, die ich damals kannte, und zwar die Blinzel-Nicht-Kreatur. Also diese Statue, die sich nur bewegen kann, wenn du blinzelst und dich wegdrehst und sie nicht anschaust. Das bedeutet, Leute, jeder einzelne von euch darf nicht blinzeln bis zum Ende des Videos und wenn ihr blinzelt, müsst ihr ein Like da lassen. Also ihr könnt auch einfach ein Like da lassen, dann könnt ihr auch gerne wieder anfangen zu blinzeln. Wenn aber, Leute, und da gibt es eine kleine Challenge, in diesem Video SCP-173 gesagt wird, dann trinke ich den grünen Saft. Dann trinke ich meine Vitamine. Und ich sag's euch. Ich sag's euch, ich habe irgendwie etwas gegen diesen Geschmack. Es ist gesund und ich muss es tun. Jedes Mal, wenn SCP-173 gesagt wird, trinke ich ein oder zwei Schlücke. Wir schauen auf dem Kanal von SCP-Chroniken. SCP-173, schließ dich deine Augen. Let's go mit dem Video. Let's go. Bitte sag nicht jetzt direkt in der ersten Sekunde SCP-173. Oh, das sieht anders aus. Sieht anders animiert aus. Alter, Walking Dead oder wie? Rodrigo. Oh nein, da ist die Statue. Da ist sie. Oh oh, kommt näher, er kommt näher. Er kommt näher. Er kommt näher. Oh Gott. Nicht nochmal blinzeln. Und das war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Leute, ich finde den Kanal ziemlich gut. Die Animationen und so machen richtig was her. Möchtet ihr, dass wir auf mehr von diesem Kanal reagieren? SCP-Chroniken? Dann schreibt Ja in die Kommentare. Einfach nur ein Ja, okay? Ich lese es mir durch und wenn sagen, jo, dann schauen wir bei denen weiter. Alter, das sieht ja richtig gut animiert aus. Sir, aber das ist ein Beweis. Warum die guten Sachen verschwenden? Hier kommt der Geheimdienst, genau pünktlich. Schnüffelt herum. Ich frag mich, wieso. Die sehen ja beide gleich aus. Das sind doch locker Zwillinge, oder? Senior Constable Juan. Mein Name ist Alex Van Camp. Mein Bruder Brandon und ich sind Außendienstmitarbeiter der SCP Foundation. Okay. Die polizeilichen Ermittlungen sind nicht der Grund, warum wir hergekommen sind. Und ich weiß, warum der Grund ist. Dieses Riesenrad ist dreckig. Und ich spiele in letzter Zeit ziemlich viel Powerwash Simulator. Und das Riesenrad war ein echt Dreckslevel. Das war ein richtiges Dreckslevel. Das Riesenrad sauber zu waschen. Unsere Basis überwacht ein kleines Gebiet. Also müssen wir jeden verdächtigen Mord überprüfen. Unnötig zu erwähnen, dass die meisten Vorfälle Zeitverschwendung sind. Das sieht wie unsere Abteilung aus. Bring mich nicht zum Lachen. Das war kein Mord. Er stürzte vom Fahrgeschäft und brach sich das Genick. Er kam hierher, um mit der Farbdose, die aus ihrer Tasche ragt, Graffiti zu malen. Constable. Das ist Senior Constable für... Ja, Mann, Alter, hat er einfach die Farbdose genommen? Sie. Schätze, jeder kann heutzutage Constable werden. Komm schon, Brandon. Das ist ein Konstable. Ich wollte nicht. Diese Teenager, oder? Bereiten uns immer Kopfschmerzen. Meine zum Beispiel. Sie wollen einen Sandkasten. Wo soll ich denn Sand herbekommen? Könnte es genauso gut von dort nehmen. Ich muss eine Schaufel holen. Ich kann nicht glauben, wie sehr sich dieser Ort verändert hat. Das war früher ein guter Ort. Das war es nie. Komm schon. Ich hatte hier den glücklichsten Geburtstag. Ich bin hier mit. Jetzt ist die Frage, wo kommt SCP-173 vor? Das muss ja der andere Fall gewesen sein. Nancy Miller bis zur ersten Base gekommen. Dafür bin ich um diese Uhrzeit hierher gekommen. Hm. Verändere dich bloß nie, Alex. Lass uns gehen. Wir müssen den Bericht fertigstellen. Boah, habt ihr die Transition gesehen? So, die gibt mir Star Wars Vibes. Hui. Mit diesen, das waren früher diese billigen Transitions, habe ich immer nur in Star Wars geliebt. Nichts Ungewöhnliches, Sir. Mal wieder.
Am Morgen erreichten uns beunruhigende Nachrichten. Außerhalb der Stadt... IKEA? Warte mal, das ist doch IKEA-SCP. Im Nordwesten bauten Arbeiter einen neuen IKEA-Laden und lebten mit ihren Familien in Wohnwagen in der Nähe. Alle Menschen dort, außer einer Frau mit einem Kind, wurden tot aufgefunden. Okay. Natürlich konnte die Foundation diesen Vorfall nicht ignorieren. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe das Gefühl, wir verschwenden wieder unsere Zeit. Irgendein Betrunkener hatte zu viel und brachte alle um. Ich bin sicher, dieses Mal werden wir Glück haben. Guck, Miss Weasel, Simone Cruz ist schon hier. Weasel News. Ich habe angeordnet, die Leichen zu verladen, während Sie unterwegs waren. Allen wurde das Genick gebrochen. Irgendwelche Fingerabdrücke? Nicht ein einziger. Die Überlebende ist im Wohnwagen. Leute. Entweder ist das da hinten ein anderer SCP, dieser Automat, oder es ist die Haustür. Aber sie ist von der SCP Foundation. Also Leute, achtet drauf. Ich möchte sie verhören. Ey, sag doch jetzt einmal SCP-173. Ich muss den grünen Saft trinken, bevor er sich wieder absetzt. Überlassen Sie das lieber uns. Aber ich war es, die... Hast du etwas zu sagen, Praktikantin? Ich bin keine Praktikantin mehr. Oh! Nellie Mitchell, mein Name ist Brandon Van Camp. Und das ist Alex. Reden wir darüber, was passiert ist. Es war wie in einem Horrorfilm. Die Skulptur. Oh Gott. Die Betonskulptur. Die schluchzende Mrs. Mitchell erzählte uns, dass nachts eine hässliche Skulptur in der... Entschuldige mal bitte, eine hässliche, das ist doch die schönste. Leute, SCP-173 ist doch schön, oder? Ist süß, hat so kleine Augen und dann noch zwei Augen und dann hinten ist er ziemlich dreckig am Hintern. Aber der ist süß, oder? Der ist doch süß. Vielleicht gibt's ja mal bald ein Lego-Set von dem. Wow. Siedlung aufgetaucht sei und alle getötet habe. Wie kommt es, dass es sie verschont hat? Woher soll ich das wissen? Das ist schrecklich. Sie glauben mir nicht, oder? Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Nellies Aussage könnte noch nützlich sein. Also noch keine Amnesie für sie. Ich habe ihre Geschichte nicht wirklich geglaubt. Aber es war eine Überprüfung wert. Wir haben in den Wohnwagen keine Beweise gefunden. Der einzige Ort, der noch übrig war, war die Baustelle. Nein, nicht der IKEA. Da war der SCP ganz sicher nicht drin. Simone, du hast das Sagen. Der Rest folgt mir. Aber das ist eine echt coole Story. Also ich muss sagen, bisher macht das Video sehr Bock. Ist sehr spannend. Ich mag diesen Krimi-Aspekt dabei. Ich finde das sehr cool, dass man so eine Nebenstory hat, wie SCP in einer realen Situation dargestellt wird. Am Eingang umsah, ging Brandon mit der Truppe tiefer in das Gebäude hinein. Ich war mir sicher, dass hier nichts Ungewöhnliches war und wir bald gehen würden. Als plötzlich... Versteht sie dann, oder? Was zum... Donny! Antworte, verdammt! Richter, Prügel! Es ist die Skulptur! Alex! Beeil dich, Bruder, beeil dich. Verdammt! Oh Gott, sie wurden abgeschlachtet! Donny, wo bist du? Oh nein! Alex, ich bin hier drüben! Scheiße. Schau es dir an. Nur nicht blinzeln. Was? Beeil dich! Ich kann nicht mehr lange durchhalten. Okay, ich schaue. Würdest du mir erklären, was zum Teufel hier vor sich geht? Gott, dieses Ding erwacht zum Leben, wenn man es nicht ansieht. Bewegt sich verdammt schnell, wie ein Blitz. Es hat alle Jungs umgebracht. Ich rufe die Verstärkung. Während wir auf Verstärkung warteten, sahen mein Bruder und ich uns die Skulptur abwechselnd an. Meine Augen tränten vor Müdigkeit. Dem ekelhaften Gestank, der von dieser Kreatur ausging. Also am sichersten ist es natürlich, wenn man sich die Kreatur mit 100 Leuten ansieht gleichzeitig. Es gibt gefühlt keinen Fall, wo alle 100 Leute gleichzeitig blinzeln würden. Bei 2 Leuten ist das Risiko immer noch da. Ab 3 Leuten, ich würde sagen, ab 4 Leuten muss man sich nicht mehr regelmäßig absprechen. Da ist es, glaube ich, fast egal.
Ab 5 Leuten kann sich einer sogar wegdrehen und ja. Es schien, als hätte es ewig gedauert. Endlich. Wir haben das Objekt mit allen erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen in die Zone gebracht. Donny und ich fielen von den Füßen. Aber unsere Arbeit war noch nicht vorbei. Du siehst beschissen aus. Du siehst beschissen aus. Oh, Mann. Ja, Mann, ihr habt die Kreatur auch minutenlang angesehen und versucht nicht zu blinzeln. Wie einen Kaffee. In Ordnung. Ja. Nennt doch jetzt bitte den Namen. Ey, ich schluck jetzt das... Leute, wisst ihr was? Wenn die es jetzt nicht innerhalb von 2 Minuten einmal erwähnen, dann trinke ich das Ding auf Ex. Dann trinke ich es komplett aus. Den grünen Saft wie aus GTA 5. Was ist mit dem Bild? Technische Probleme. Sie werden es bald reparieren. Wir sind bereit, Reggie. Lass ihn rein. Wir beschlossen herauszufinden, ob die Skulptur das blinde Subjekt angreifen würde. Und verdammt, es war das schnellste Experiment in all meinen Dienstjahren. Ich hab's dir gesagt. Schnell. Lol, nehmen die etwa Gefangene in die SCP Foundation, um sie für Experimente der SCP-Kreaturen zu benutzen? Wow. Wie ein verdammter Blitz. Es hat ihn direkt vor unseren Augen getötet und wir haben es nicht einmal gesehen. Wie heißt der denn? Was ist das für eine Pfütze? Reggie? Ja, Chef. Holen Sie 3 aus Klasse D in die Zelle. Lassen Sie sie Proben von diesem Zeug nehmen. Reichen Sie sie einfach richtig an. 2 von Ihnen müssen ständig Blickkontakt mit dem Objekt halten. Bin dabei. Oh. Das Labor stellte schnell fest, dass die rotbraune Pfütze in der Zelle Blut vermischt mit Exkrementen war. Okay, und deswegen ist deswegen ist die Kreatur so dreckig hinten, weil wie kann sie sich denn auch putzen da hinten, wenn? Naja. Wie kann dieses Zeug aus einer Skulptur herauskommen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss etwas schlafen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist los? Der Wärter hörte ein Rasseln aus dem Skulpturenbehälter und öffnete den Deckel. Wir haben aufgrund einer Fehlfunktion kein Bild von der Überwachungskamera. Ist ja ausgebrochen. Ey, das ist ja fast wie die Story von SCP. Das ist ja fast 1:1 wie die Story. Das Objekt brach das Genick eines Wachmanns. Aber er schaffte es, ein Stück davon abzuschießen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das musst du sehen. Sieht aus, als wäre ein Mann da drin. Wir haben die Skulptur geröntgt. Es ist verdammt seltsam. Da war jemandes Körper eingeschlossen. Aber jetzt ist klar, woher das Blut und dieser Gestank kam. Gott, das stinkt. Wir müssen die Leiche identifizieren. Ich wette, er ist unser anormales Objekt. Wow. Zur Verbrennungsanlage. Wir zertrümmerten die Skulptur und entnahmen den... Was? Die können SCP-173 noch nicht einfach so zerstören? Und wisst ihr was? Leute, die 2 Minuten sind um. Ich muss das jetzt trinken. Ihr könnt mich gerne sponsern, wenn ihr möchtet. Es ist trotzdem nicht so ein leckerer Geschmack. Schmeckt nach Waldmeister. Alles klar. Alter, das riecht so nach Bio. Nach Bio, keine Ahnung. Es riecht nach... Waldmeister. Naja, egal, Leute. Wünscht mir Glück. Lasst alle ein Like da in der Zwischenzeit, wo ich das trinke. Let's go, würde ich sagen. Okay, ich würde sagen, let's go. Oh. Okay, den Boden trinke ich nicht, das ist zu pulverig, hab das zu lange nicht getrunken, aber oh. Power, yeah! Jetzt fühle ich mich wie der unglaubliche Hulk, Alter, Bruder, das war ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte, ohne Witz, das war jetzt nicht so schlimm, wie dran riechen. Den männlichen Körper. Das war ziemlich seltsam.
Die Leiche wurde zum DNA-Test geschickt. Und die Betonstücke sollten in der Verbrennungsanlage verbrannt werden. Ich wollte ein Nickerchen machen. Aber Simone sagte mir, sie hätten die Leiche identifiziert. Es war Norman Mitchell. Der Ehemann der einzigen Überlebenden, Nelly Mitchell. Ich musste zurück zur Wohnwagensiedlung, um mit der Dame zu sprechen. Fragen Sie mich nach meinem Mann? Ja, Norman arbeitet auf dieser Baustelle. Es ist seine Schuld, dass wir in diesem Loch feststecken. Jo, ist seine Schuld, genau. Und der wurde zu einer Skulptur verwandelt. Er ist seit ein paar Tagen nicht aufgetaucht. Machen Sie sich keine Sorgen? Dieser Bastard. Okay, D-King, das wird erst einmal kurz zensiert. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so beleidigend wird, aber gut. Hängt immer mit Weibern rum und feiert. Der verdammte Trottel wird ausnüchtern und zurück nach Hause kriechen. Okay, Bro. Alles klar. Wo bringst du das hin? Zur Verbrennungsanlage. Das sind die Teile eines anormalen Objekts. Seien Sie vorsichtig mit der Verbrennungsanlage, Donny. 3000 Grad sind kein Scherz. Danke für den Tipp, Reggie. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Ist die jetzt harmlos? Bringen wir es hinter uns. Ist die Kreatur jetzt harmlos? Wisst ihr, was ich glaube? Sie nimmt jetzt seinen Körper und in der Verbrennungsanlage verwandelt sie sich in eine neue Statue. Scheiße, ist das heiß. Was ist das? Scheiße. Nein, nein. Ich wusste es. Hilfe! Donny, geht es dir gut? Scheiße. Ich wusste es, Alter. Ich wusste es! Nachdem ich mit ihr gesprochen hatte, wurde mir klar, dass Norman ein gewöhnlicher Mensch ohne übernatürliche Fähigkeiten war. Abgesehen von seiner morbiden Besessenheit von promiskuitiven Frauen. Was hat das für ein Wort? Promiskuitiv. Muss ich mal googeln. Bewegte also die Skulptur mit dem armen Kerl darin. Vielen Dank, Mrs. Mitchell. Alex hier? Alex, das ist Simone Cruz. Wir haben hier einen Notfall. Die Skulptur sieht aus, als wäre sie entkommen. Wie meinst du das? Wir zertrümmerten es in Stücke. Das ist nicht alles. Es tut mir leid, dir das zu sagen. Dein Bruder, er ist weg. Ich bin auf dem Weg. Was wissen wir? Brandon war hier, als es passierte. Schau mal. Verdammt. Der Bruder wurde auseinandergenommen. Das war es also, aus dem die Skulptur die ganze Zeit gemacht war. Junge, wie emotionslos der ist. Das ist sein Bruder oder sein Partner. Junge, dieses Ding ist schuld. Junge, das ist sein Bruder oder sein Bro. Das Objekt tötete die Wache. Tötete dann drei weitere und rannte davon. Das ist kein Objekt. Das ist mein Bruder. Es tut mir so leid, Alex. Verdammt, Brandon. Ich wusste, dass uns so etwas passieren könnte. Aber warum? Jetzt ist die Frage, ist es möglich, diese Teile wieder abzubekommen und den Menschen da drin zu retten? Warum musstest du es sein? Scheint, als wäre alles vorbei. Jetzt habe ich niemanden mehr. Brandon war... Junge, das wirkt so, ey, Alter, das wirkt so wie diese typischen Krimi-Filme. Jetzt habe ich niemanden mehr. Die ganze Welt hofft, dass ich diesen Fall löse und die Welt für immer rette. Armer Bruder. Einzige Familie. Und ich war bereit, alles zu tun, um ihn zurückzubekommen. Plötzlich erinnerte ich mich an Nelly Mitchell und ihr kleines Kind. Warum tat ihnen die Skulptur nicht weh? Und dann habe ich es verstanden. Scheiße, hoffentlich klappt das. Okay. Simone. Hast du die auch? Simone! Alter, kann der Typ auch schreien? Simone, hast du meinen Bruder gesehen?
Ich muss so schnell es geht losgehen. Autopsie von Norman Mitchells Leiche gemacht? Alex, entspann dich. Der Fall wurde anderen Agenten zugewiesen. Was war die Todesursache? Er erstickte. Betonstaub ist in seine Lungen gelangt. Aber es verstopfte die Lungenbläschen nicht sofort. Er war noch am Leben und atmete etwa 5 Stunden lang durch den Beton. Deshalb hat die Skulptur seine Frau und sein Kind nicht verletzt. Wir können Brandon immer noch retten. Er lebt. Du hast circa 5 Stunden Zeit insgesamt. Dein Team und fing an, nach meinem Bruder zu suchen. Aber wohin konnte er gehen? Norman versteckte sich in der Skulptur auf einer Baustelle. Als ob er einen sicheren Ort suchte. Und dann? Ich kann nicht glauben, wie sehr sich dieser Ort verändert hat. Das war früher ein guter Ort. Das war es nie. Komm schon. Ich hatte hier den glücklichsten Geburtstag. Ich bin hier mit Nancy Miller bis zur ersten Base gekommen. Ja, mal gucken, wie das Finale jetzt sein wird. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Story. Steigt ein, Jungs. Ich denke, ich weiß, wo wir ihn finden. Okay. Wir müssen uns beeilen. Wir haben nicht viel Zeit. Brandon, bitte bleib am Leben. Denkt daran. Haltet den Augenkontakt. Wendet eure Augen nicht davon ab. Diese verdammte Skulptur wird euch nichts tun. Mist, der Park ist zu groß. Wir schaffen es vielleicht nicht. Ich wusste, dass es riskant war, aber ich hatte keine Wahl. Ich befahl den Soldaten, sich aufzuteilen und das Gebiet zu fegen. Weniger als eine Viertelstunde später hörte ich Schüsse. Oh nein. Nein, nein! Feuer einstellen! Ihr könnt Brandon verletzen! Sichert das Objekt, aber verletzt ihn nicht! Ich hatte recht. Brandon war hier. Aber es war nicht einfach, die Skulptur zu stoppen. Brandon, halt durch, Mann. Ich hol dich da raus. Du Idiot! Mach das Licht aus! Du Idiot, Alter! Verdammt! Bleib wachsam! Ah, der hat ihn nicht angegriffen, weil es sein Bro ist. Der kann sich noch an ihn erinnern. Er hat ihn nicht angegriffen. Der Raum des Schreckens. Der Angst. Die Kammer des Schreckens? Da ist es. Scheiße. Achtung! Oh mein Gott. Kravitz, Stevenson, seid ihr da? Ich glaube, ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Nur ich... Ich würde einfach mit einem Hammer kommen und anfangen zu hämmern. Und diese verdammte Skulptur. Ich würde mit dem Kopf anfangen, damit er schon mal atmen kann, ja? Und dann den restlichen Part... Wo ist der kritische Part, den man abmachen muss, damit diese Kreatur nicht angreifen kann? Ich hoffe, Brandon lebt noch. Brandon... Ich bin es, Alex. Brandon, ich weiß, dass du da drin bist. Halt! Kannst du mich hören? Der Staub ließ meine Augen tränen und ich konnte sie kaum offen halten. Nein. Ich hätte genauso gut Streichhölzer hineinstecken können. Wie lange bin ich schon wach? Wenn ich noch einmal blinzle, bin ich erledigt. Nein. Nein. Denk daran. Nein. Erinnerst du dich an deinen Geburtstag im Park? Du wolltest nicht gehen. Also ich muss sagen, der Synchronsprecher an sich klingt ja ganz nett. In vielen Szenen. Aber irgendwie bei emotionalen Stellen und bei Stellen, wo er schreien soll, er hat immer die gleiche Tonlage. Er hat immer die gleiche Tonlage irgendwie. Brandon, aber es scheint, ich war zu spät. Mein Bruder war weg. Das heißt, ich hatte keine Wahl. Yo! Als ob, der hat sich gesprengt mit der Kreatur. Nein! Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Wer zum Teufel sind diese Leute? Sir, wir haben Gäste. Officer Arias? Wer sind Sie?
Dies geht Sie nichts an. Hier ist ein Giftstoff ausgetreten. Sie müssen sich dringend impfen lassen. Hä? Ah, ja, das ist Amnesiestoff. Sir, ist das überhaupt legal? Ja, ist das überhaupt Okay, holt die Leichen. Vergesst die Teile von Objekt 173 nicht. Wir müssen sie in Area 9... No, jetzt hat er es gesagt! Jetzt haben sie es gesagt! Ah, Mann, Alter, ist schon ausgetrunken. Warte, ich muss ein bisschen nachtrinken. 19 einschließen. Wer weiß, wozu diese Kreatur noch fähig ist. Alex, Brandon, es war mir eine Ehre, mit euch zu arbeiten. Wie kalt die ist. Wie kalt die einfach ist. Was mache ich hier? Ich erinnere mich nicht. Warten Sie mal, Sir. Sie wollten etwas Sand holen. Verdammt. Sand? Ja, man, die erinnern sich nicht. Verdammt, du hast recht. Ich habe meinem Kind einen Sandkasten versprochen. Also warum seid ihr hier? Was? Kann ich so eine einfache Aufgabe nicht alleine bewältigen? Steht nicht einfach da, ihr Faulenzer. Macht schon was Nützliches. Oh oh. Oh nein. Da sind die Teile von SCP drinnen. Nein! Oh nein. Nimm das! Da sind die Kinder von dem komischen Polizisten. Oh nein! Rodrigo? Wo bist du? Okay, vergesst, was ich alles über diesen Synchronsprecher gesagt habe. Ich glaube, wir haben einen neuen Platz 1. Papa, Papa! Da ist eine seltsame Puppe! Sie bewegt sich! Sei nicht albern. Habe ich dir nicht einen Sandkasten gemacht, wie du es wolltest? Geh dort spielen. Yo, was ist das denn für ein Vater? Trink ein Bierchen und sag, naja, halt die Klappe. Sei nicht albern. Spielen. Ach, das ist ja gar nicht die Prequel-Story. Rodrigo? Das ist die Sequel-Story, die wir gesehen haben im Intro. Das ist am Ende erst passiert. Ach so. Aber sie kann noch nicht angegriffen werden, oder? Ja, aber sehr geiles Video. Sehr nice Story. Sehr, 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 sehr nice Story, Leute. Wenn ihr auf jeden Fall einen weiteren Part davon haben wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, checkt SCP-Chroniken aus, haut rein und ciao!